Wir sind im Zentrum der Arbeit, im Büro des Unternehmens Gerd Sosat. Hier sitzt meistens mehrere Stunden die charmante Tochter des Hauses, Janne Sosat-Hahn, und hat ganz wichtige Aufgaben ebenfalls für das Unternehmen zu erledigen. Liebe Janne, was genau gehört zu deinem Aufgabenbereich? Genau, mein Team und ich, wir kümmern uns hier um die Außendarstellung des Betriebes. Also wir schauen, wie wollen wir uns nach außen präsentieren. Wir kümmern uns um Social Media, machen die Webseite jeden Tag aktuell und machen auch mal ein paar kleine Videoclips zum Beispiel. Zusätzlich haben wir dann noch immer unsere Kollektion, damit wir auch alle im schönen Team-Outfit erscheinen. Ja, und gucken, dass alles ganz gut zusammenpasst. Wesentlicher Teil eurer Arbeit ist natürlich auch die Veranstaltungsplanung. Da habt ihr viele über das ganze Jahr verteilt. Was genau verbirgt sich dahinter? Genau, wir hatten ja gerade schon eine ganz tolle Veranstaltung, das war unser Züchter-Advent, den hatten wir Ende des Jahres. Da hatten wir hier 600 Züchter, war eine super nette Veranstaltung. Wir haben einfach nett zusammengesessen, aber wir haben auch Hengste gezeigt und Duden gezeigt. Das war ein wirklich schöner Jahresabschluss. Jetzt die Online-Hengstschau ist auch immer wirklich ein großer Aufwand für uns. Wir müssen die Videos organisieren, wir müssen Helfer einteilen, Zeitplanung machen. Ja, das ist ein wirklich großer Bestandteil. Und dann geht es natürlich auch schon an die Outdoor-Veranstaltung. Und wo die stattfinden, das wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. Genau. Ja, liebe Janne, jetzt sind wir hier am Ort des Geschehens. Noch kann man sich's gar nicht vorstellen. Es fehlen die Zelte, es fehlen die Fahnen. Hier wird ganz viel stattfinden im Sommer. Was genau plant ihr in diesem Turnier- und Veranstaltungsjahr? Genau, also wir haben hier auf diesem Außenplatz dieses Jahr wieder 4-5 Turniere. Einerseits Late Entries, andererseits aber auch ein großes Turnier mit Springprüfungen bis Klasse S und auch Jugendprüfungen. Und natürlich auch so ein bisschen was für die Zuschauer und für die Jugendlichen, kostümpfürzige Klasse, Stafettenspringen, dass wir ein buntes Programm haben. Und dann haben wir natürlich unsere Fohlenschauen. Da sind jedes Jahr weit über 100 Fohlen für Oldenburger und Hannoveraner hier in diesem Feld. Und ja, da freuen wir uns immer über viele Zuschauer und viele gute Pferde. Wie muss man sich das vorstellen? Was für ein Aufwand steckt dahinter? Wie lange vor so einer Veranstaltung fängst du an, das zu planen? Grundsätzlich geht es irgendwie immer von der einen zur nächsten Veranstaltung. Und natürlich einige Monate vorher fängt schon an mit der Planung, welche Dienstleister haben wir dafür, wie planen wir die Zeiteinteilung. Und dann ganz konkret wird es natürlich die Wochen vorher, dass wir gucken, was für einen Aufbau haben wir, wie ist die Einteilung der Helfer, wie kriegen wir überhaupt das Ganze gewuppt mit unserem Team. Man sagt ja, du seist sehr detailverliebt. Was ist denn so der wichtigste Punkt, an den du denkst? Ist es das Catering, ist es die Dekoration, ist es die Komfortzone für die Zuschauer? Auf was legst du ganz besonders viel Wert? Also ich mag wirklich sehr Details. Ich mag es, wenn es schön ist, wenn wir nette Details haben, wo man merkt, es ist mit Liebe gemacht und wenn sich die Zuschauer dann wohlfühlen können. Also es sind kleine Rückzugsorte, vielleicht der Strandkorb für die Reiter, wo sie sich nochmal zurückziehen können, oder eine nette Ecke für die Zuschauer. Ja, einfach, dass sich alle wohlfühlen.